Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem niedlichen Let's Play Finde die verschissene Kamera. Entschuldigt die Leute die Wortwahl, aber wir hatten als Aufgabe 10 Kameras zu suchen und ich habe beim letzten Mal einfach nur 9 gefunden und bin verzweifelt, wo die letzte sein könnte. Und ja, wer es noch nicht gesehen hat, also ich glaube, ich bin zwar blind, aber die war echt schwer. Die ist nämlich da. Da! Da ist sie! Ja, was soll ich sagen? Weg mit dir! Meine Güte! Okay, kommen wir hier rein? Ja. Doc didn't lie. This is the place. Okay, schauen wir uns mal um. Oh, was sind das hier für komische Kabel? Kriege ich einen Stromschlag? Nö, nö. Aber es scheint Evil Way zu gehören. Genau. Oh, hier Pappe. Achso, nee, wollte ich gar nicht. So, Karl. Ah. Oh. Karl, ich werde mit dir nochmal einmal verzweifeln irgendwann. Irgendwann. Ja. Also, falls hier ein Entwickler zuguckt, was ich mit Sicherheit nicht glaube, aber falls doch, bitte lass Karl nicht immer so hinterherhängen. Ganz ehrlich. So. Hier muss aber noch mehr sein. Müssen wir den Kabel folgen? Oh. Ah, hier ist das Labor. Oha. I remember that machine which messed us up was standing right here. However, it seems we're too late. They left and took most of the stuff with them. Let's look around. Maybe we can find some clues as to their new whereabouts. Alter, haben die hier auch mit Ratten experimentiert? Animal testing? They sure live up to the evil way name. Ja, das glaube ich sowieso schon lange. So, was sind das für Apparate? Kann ich hier irgendwas? Nee. Oh, ist schon übel. Oh, hier, Einkaufswagen. Ist das dein Bruder, Karl? Oder deine Mutter? Oh, ich muss was essen, ja. Danke für den Hinweis. Ja, manchmal bist du ja doch zu was Gute, Karl. Oh, wir nehmen mal hier einen schönen Yummy-Burger. Obwohl, der braucht... Der kann 50% Leben wieder heilen. Nee, den spare ich mir mal auf. Für schlechte Zeiten. So, und was trinken müssen wir auch noch? Aber wir haben auch nicht mehr viel. Wir haben nur noch eine Milch. Also trinken müssen wir uns demnächst wieder drum kümmern. So. Hey, this is me! I mean... It's the same shopping cart, what I'm currently, possessing. Ah, Karl. Das ist nicht gut für dich. Hobo sign. I haven't seen or used those in years. It says, this is a good place to camp at night. Yeah, right. Ja, auch wenn das hier wahrscheinlich warm und trocken ist, aber übernachten möchte ich hier trotzdem nicht. So, hier können wir nichts machen. Oh, hier sind irgendwelche Leute ausgebrochen. Sind wir hier ausgebrochen? Oder andere Ratten? Oder Einkaufswagen? Fragen über Fragen. What the fuck is this? Were they holding people here? It looks like a sci-fi movie from the 80s. Ja, das stimmt, Karl. So, Fernsehen läuft nix. Wir müssen noch 2 Hinweise. Nee, hier ist aber nix. Oh, was ist das? Ah ja. Why do I have to read it? Fine. As expected, trying to make a hybrid with non- organic matter resulted in the death of the subject. Remains dumped to the streets in accordance with the new Evil Way cost-saving policy. Hey, I think that's about me. Ja, und mich. Oh, die haben uns echt einfach in der Gasse entsorgt, die Penner. Oh, hier ist noch eine.
God, I hate reading. One capsule dehibernated during the weekend due to equipment failure after switching to cheaper parts in accordance with the new Evil Way cost-saving policy. Other capsules opened manually. Work suspended until test subjects are retrieved. Ah, übel. Okay. It seems that Evil Way was experimenting on more people than just us. However, the experiments escaped, and Evil Way went hunting for them. If they're still out there, then maybe they can help us out. We are fellow experiments, after all. Also, this is the only lead we have right now, so we have to follow it. Let's see. One got free by accident and let the others out. It probably took some time before they defrosted, though. He didn't want to wait. It was too dangerous, so he escaped. However, he left a message on the wall for others. To camp here at night. It probably means that we should come here at night. But why? Komme zwischen 10 Uhr abends und 2 Uhr morgens wieder, um die Mission zu beenden. Okay, wie spät haben wir es denn? Was ist 9 Uhr abends? Also wir können das im Prinzip gleich machen, ja. Hier. Oh, wir sind schon wieder pleite. Wir müssen auf jeden Fall betteln. Wir müssen auf jeden Fall gleich wieder betteln. So, ist hier noch irgendwie was? Ich frage mich natürlich auch, was der Sinn und Zweck dieser ganzen Forschungsanlage war. Also was wollten die eigentlich wirklich erforschen? Auf jeden Fall nichts Gutes. Ja, aber hier ist sonst auch nichts einzusammeln, ne? Schade eigentlich. Aber wir können kurz noch warten, noch eine Viertelstunde und dann, denke ich mal, können wir hier durchgehen, ne? Sieht so aus, oder? Jetzt ist doch 10 Uhr abends. Ja, genau. Well, it is night. What now? What the? Another hobo sign appeared out of nowhere. It says, I went this way. Those glowing arrows will lead us to the escaped experiment's hideout. No time to lose. If they only appear at night, they'll probably disappear at the first sign of daylight. Na, wie aus dem Nichts. Komisch. So, da müssen wir längs. Na, jetzt bin ich ja gespannt, wo uns das hinführt. So, wir sollen uns beeilen, sagt er. Weil sonst, bevor die Nacht wieder rum ist, wollen wir natürlich das hier abschließen. So, hier müssen wir längs. Ah, hier geht's weiter. Aha! Another sign! We're on the right track! Ist hier unten? Ach, da hinten. Ja. Hui! Keep looking! So. Ja, mach ich doch. So, hier war das doch, ne? Er hat doch in die Richtung gezeigt, oder nicht? Oder? Ist hier vielleicht? Nee, hier ist nix. Aber der hat er doch in die Richtung gezeigt, oder? Warte, wir müssen nochmal zurück, nochmal gucken. Ich hoffe, ich finde das noch. Wo waren das jetzt? Hier irgendwo, ne? Genau. So. Hier müssen wir geradeaus. Geh mal aus dem Weg hier. Frechheit. Boah, hier sind noch ganz viele Polizisten. Ah, da hinten, da hinten, da hinten. Alles klar. So, an der Ecke. Ich würde am liebsten nochmal. Oh. Wollen wir die jetzt mitnehmen? Nee, 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 nee. Ich will mich hier erstmal auf die Aufgabe konzentrieren. So, da geht's weiter. Seems we're going the right way. So, ich glaube, wir müssen da die Treppe hoch, ne? Oder? Oh, die Ausdauer würde ich gerne nochmal boosten, aber. Ja, da geht's weiter. Oh, wir sind ja fast in unserer Basis. Close. I can sense it. Oh. Komm her. Ah, Arsch. Mich bewirfst du nicht nochmal. So, geht das hier weiter?
Aber ich habe jetzt durch die Leute hier nicht mit... Oh, da ist noch eine Feder, ne? Ja, da ist noch eine Feder. Die müssen wir uns auf jeden Fall auch nochmal holen. So, wohin ging der Pfeil? Ja, in die Richtung. Aber wo ist das nächste Zeichen? Ist das, müssen wir zu dem Kerl hier? Nee. Nee. Oh, verdammt, wo ist denn jetzt das nächste Zeichen? Vielleicht hier um die Ecke? Wir mussten doch über die Brücke, oder nicht? Oder bin ich schon wieder so blind, wie bei den Kameras? Ah, verdammt, es ist 3 Uhr. Ich weiß nicht, wann die Sonne aufgeht. Oder ist es schon zu hell? Nee. Also er hat doch eindeutig, der Pfeil hat doch hier... Ah, da! Ah! I think we're almost there. Ich hoffe es. Ah, wir sind hier, wo der Blauschimmel und so ist. So. Komm eben, Karl. Oh. This would go great with whiskey. So, ach so, wir, da war ja letztes Mal so eine Tür, wo ein Zeichen ist. Ne? Yes, the safe house. Genau, das meine ich. Da konnten wir noch nicht rein. Jetzt wahrscheinlich. Ja. Passwort. Wrong again. I'll give you one more chance. Wait. You're a victim of evil way experiments. Ja, genau, das bin ich. Father said you might come. Come in, brother. Oh, das ist eine Ratte. Uiuiuiui. Surprised? Na? We are rats. We are radical. We are radioactive. We are rats. Got it memorized? Good, because it is also our password. Use it next time. Come, Father is waiting for you. Oh, du bist aber mal eine Grazie. Ich hab mich schockverliebt. Na, verdammt. Ah, yes. I was expecting you. Oh, I totally told them that already. As well as the part about radioactivity and our gnarly name. Like the one I came up with. Trixie! Stop spazzing! Go guard the door! I'll be back. Excuse my children. We've been trapped in the Evil Way facility for an eternity. I'm just excited to finally see the outside world again. Wait! You're the legendary hobos and rejects who disappeared without a trace in the 80s! Yes, and now we're back, and we want our revenge! I see that you were able to follow my glowing piss trail. Remarkable. You might be the one we need. Unlike us, you can walk in the streets in broad daylight with hardly anyone noticing you. Perfect agent against our common enemy, the Evil Way. With your pigeons, and my children, we will take back what is ours. However, word on the street is that you lost your legendary status. I need to be certain that you can handle even the grodiest scenario. Prove to us that you are bad to the bone. We can continue then. Trixie will escort you to the door. I told you I'd be back. Du musst 2 Basen der Bugs einnehmen, um diese Mission freizuschalten. Alles klar. Legendary status? I bet those filthy bugs are responsible for such rumors. Let's take over some of their pathetic lairs. That should show everyone who's the boss around here. Yeah, I can hold on to that for you. Ja, also, es sieht so aus, als würden wir jetzt hier uns eine Tauben-Ratten-Armee mixen. Die Evil Way, die haben aber echt kranke Experimente gemacht. So, Reifen will ich nicht. Ich gucke mich natürlich eben nochmal hier um. So, eine Basis haben wir ja schon eingenommen. Wir müssen mal gucken, wo die zweite ist. Aber wir wollen natürlich auch... Yeah, I can hold on to that for you. Wir wollen natürlich auch unsere Basis weiter ausbauen. Und deswegen, ich würde auch gerne nochmal hier gleich gucken, ob ich unsere Taube noch irgendwie aufwerten kann. Oder es gab ja noch irgendwie Tauben, die andere Fähigkeiten haben.
Das würde ich mir auf jeden Fall gleich gerne einmal angucken. So. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld. Dringendst. Weil wir werden 9 Angriff von den Bugs werden wir nicht mehr mit Geld abwehren können. Das müssen wir dann mit Respekt. So. Karl, komm her. Wir wollen wieder ein bisschen craften. So. Hier haben wir noch Sachen. Aluminium. Na. So, Holz bräuchte ich noch, ne? Was heißt ich hier? Ja, das geht noch. So, ich brauche Holz. Holz, genau. Oh, haben wir ganz schön viel gesammelt. Das wollte ich nicht. So. Voll, alles klar. So, Schrott. Ja, jetzt geht's doch langsam voran. Sehr gut. So, was können wir noch verarbeiten? Ja. Einmal, zweimal. Heizung. Alles klar, jetzt läuft's doch. So, ich wollte einmal gucken wegen Tauben. So, Schnäbelstall. Schaltet die Fähigkeit Schnäbel frei. Tauben kreisen das Ziel ein, hacken mit ihren Schnäbeln auf sein Gesicht und verursachen eine kurz anhaltende Panik. Ja, auch nicht schlecht. Oh, Taubnado-Stall. Schaltet die Fähigkeit Taubnado frei. Umherflatternde Tauben erzeugen einen Tornado. Oh, der Schaden verursacht und Körper durch die Gegend schleudert. Alchemiestation. Entdecke und fertige wirksame Mixturen, die man trinken oder werfen kann. Ach, das ist das Necronomicon, ne? Also das gleiche wie hinterm Krankenhaus. Ich mach mal hier Tornado. Das gefällt mir. Wir haben unseren anderen Taubenstall ja auch gar nicht mitgenommen, ne? So, ist das jetzt richtig rum? Das ist so schwer zu erkennen. Ich gehe mal von aus, dass das jetzt hier richtig ist, oder? Gucken's. Wir gucken's mal. Ja. Those pigeons love to feel the wind in their feathers. They keep flying in circles, creating a powerful whirlwind. A pigeonado full of sharp beaks and talons. Anyone caught inside will surely be stuck there, getting hurt by a barrage of painful pecks. The best thing is, the pigeonado's size will double with every upgrade. Ja, das gefällt mir doch mal. Das probieren wir natürlich gleich aus. Okay. Ah, ja, ja. So. Ui. Nicht schlecht. Können wir das auch noch aufwerten? Oh ja, das können wir auch noch. Aber da brauchen wir Kupfer. Oh, da brauchen wir richtig viel. Da brauchen wir richtig viel. Okay. So, ich muss mal eben... So. Gucken wegen dem anderen Taubenstall. Dem hier. Den haben wir hier noch gar nicht stehen. Kann ich den nicht bauen? Nee, kann ich nicht. Müssen wir den erst bei der anderen Basis abreißen, oder? Ich weiß es nicht. Schade. So, weiter im Text. Oh, Holz. Kann man hier noch nachfüllen? Nee. So, Holz, Holz. Schrott? Nee, Schrott machen wir gleich. Willst du wohl? Dass die sich immer so zieren müssen. So, achso, hier ist noch. Sehr gut. Und genau, so. Ja, langsam wird's doch. Langsam wird's. Wo ist Karl? Da ist Karl. Was haben wir noch? Hier haben wir noch mehr Schrott. Machen wir doch gleich mal hier rein. Achso, müssen wir ja erst einmal
So, und dann würde ich natürlich auch gleich noch mal ein bisschen Aluminiumblech. Genau, da müssen wir noch mehr herstellen. So. Können wir jetzt schon hier dieses andere, müssen wir eben gucken, was das war. Ja, genau. Defibrator. Verarbeitet Holz zu Papier. Wofür brauchen wir Papier? Pennerherberge. Beherbergt einen einzelnen Creep, den du auf Plünderungsmissionen entsenden kannst. Das heißt, die sammeln dann für uns. Oh. Kupferschmelzofen. Schmilzt Schrottmetall ein und erzeugt Kupferbahn. Oh ja, das brauchen wir auch. Was mache ich jetzt? Ich weiß nicht. Ich würde mal hier gerne so eine Penne her. Nee. Hallo? Das wollte ich nicht. Ich wollte hier so eine. Also die Steuerung ist manchmal echt. So, das will ich. So eine Penneherberge. Die machen wir mal hier irgendwie an die Seite. Die will ich nicht im Haus haben. Nee, ich lasse ja nicht jeden Penner hier in mein Haus, ne? So. Und jetzt? Kann ich jetzt da irgendwas mitmachen? Ah! Möchtest du einen Creep rekrutieren, um ihm diese Herberge zuzuweisen? Ja, ach, dafür brauchen wir die Respektpunkte. Ja, machen wir. So, und jetzt? Oh, hier! Oh, ist das geil. Sammelpappe. Ah, ich brauche Zigaretten dafür. Oh, ich brauche Zigaretten. Mission Beginn macht er nicht, ne? Sammle Geld. Oh. Das ist sehr nice. Ich brauche Kippen. Ich brauche so schnell Kippen. Wir hatten hier doch. Warte mal, wir hatten hier doch irgendwo Zigaretten, ne? Hier, genau. Aber das sind nur Zigarettenstummel. Können wir uns irgendwie Zigaretten herstellen? Ich war doch der Meinung, dass ich hier was gesehen habe. Genau. Oh. Wir brauchen 5 Stummel für eine Zigarette. Das reicht natürlich nicht. So, wie viel wolltest du haben? Reicht jetzt eine Zigarette, um dich loszuschicken? Ja, es reicht. So, was soll er sammeln? Holz oder Pappe? Oder Geld? Ja gut, Geld holt er nicht viel. Ja, Pappe, ne? Holz geht ja gar nicht. Holz, Pappe oder Schrott könnten wir. Nehmen wir eine Pappe. So. Oh, jetzt sucht er. Oh, das geht aber recht schnell, ne? Das geht ja echt schnell. Aber wir müssen. Ach, wir hatten doch hier irgendwo. Warte mal. Wir hatten noch Zigarettensamen irgendwo, ne? Auberginen, Blauschimmel? Nee, dann war es andere Truhe. Wir hatten Zigaretten, Tabaksamen, genau. Genau, die müssen wir mal einpflanzen. Dafür brauchten wir aber, glaube ich, auch irgendwie. Nee, das wollte ich nicht. So, dafür brauchten wir doch. Warte mal, Garten. Genau, Kupferrohre brauchen wir dafür. Ich schätze mal, dass wir die da einsammeln. Oder hier. Ich probiere es mal hier. So, können wir jetzt da Tabaksamen einpflanzen? Ja. Geht das? Oh ja, das geht. Und so, jetzt können wir wahrscheinlich hier mit Guano den düngen, oder? Wir gucken mal. Ja, das hat geholfen. Braucht er noch mehr Guano? Wir probieren mal noch ein bisschen mehr mit Guano. Ich nehme mal alles mit. Mal sehen, ob er das nimmt. Oh! Ja! Okay, je mehr Guano wir hier reinpacken, desto schneller wächst sie. Das ist sehr nice. So. Hier nochmal, hier nochmal. Schreck brauchen wir noch. So, Karl, was hast du noch in deinem Inventar? Hier. Haben wir auch alles. Zack, zack, zack.
Dann haben wir noch Holz. Oh, das brauchen wir natürlich auch. Wir brauchen ja nicht alles Schrott hier. So. Einmal hier, oder? So. Oh, wir haben so viel Schrott. Also Schrott, glaube ich, brauchen wir erstmal in nächster Zeit wahrscheinlich auch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Pappe und Holz. Das ist das Wichtigste. So. Aber ich muss sagen, ich mag's. Ich mag's. Mir macht das Spaß, hier so sowas aufzubauen. Wir brauchen wieder Holz. Haben wir noch Holz? Achso, hier haben wir noch Holz, ne? Genau. So. So, und nachlegen. Haben wir noch Holz? Tun wir das hier noch rein? Ja, alles klar. Holz und Schrott können wir eigentlich gleich mal hier draußen liegen lassen, zum Nachfeuern. So. Können wir noch irgendwas Relevantes bauen? Ich weiß nicht, ob wir Nägel brauchen, Aluminium. So, Kupferrohre. Achso, ich wollte ja mal... Okay. Kann ich jetzt... Kupferschmelze. Dafür brauchen wir noch ein Aluminiumblech. Ja, das kriegen wir doch aber hin. Das kriegen wir doch hin. Hier, Aluminiumblech. Zack. So, und dann können wir nämlich jetzt hier unsere Kupferschmelze bauen. Ja, nice. Mach ich mal hier daneben. Trinken tue ich gleich. So. Du brauchst wahrscheinlich auch Holz, ne? Warte mal. Ja. Sehr gut. Und jetzt muss da rein. Was muss da jetzt rein? Warte mal. Was muss da jetzt rein? Da muss doch. Muss da jetzt Alu rein? Nee. Doch, hier muss Schrott rein. Ah, doch, siehst du, geht doch. Wollte man mich gerade sagen. So, hier können wir auch noch nachlegen. Sehr gut. So, ich glaube, verarbeitet haben wir alles, ne? Hier haben wir noch Pappe und hier. Oh, so viel zum Verarbeiten. Kommt gar nicht mehr hinterher. Wir kommen gar nicht mehr dazu, irgendwas anderes zu machen. So, wir können mal die Pappe hier noch rüberschieben. Oh, wir haben hier noch Tabaksamen. Oder muss ich wirklich gleich mal gucken, wie weit unsere Pflanze ist. So, und wir müssen was essen. Das bringt alles nicht viel, ne? Und wir müssen dringend was zu essen holen. Das Aluminiumblech noch. Oh, wir haben Kupfer. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Erstmal hier rausholen. Zack. Zack. Und nachlegen. Okay. So, hier ist noch mehr Schrott. Kommst du erstmal hier rein. Schade, dass man das immer erst rausnehmen muss, bevor man wieder Neues reinlegen kann. So. Also Schrott haben wir auf jeden Fall genug. So, hier ist noch... Ja, guck mal. Geht das hier nicht rein? Ach, das ist voll, ne? Das ist voll. Okay, wir müssen so auf jeden Fall nochmal demnächst mehr Truhen bauen. Sehr, sehr viel mehr Truhen. Aber das ist... viel zu wenig. So, nochmal nachlegen. Hier ist Holz leer. So, haben wir noch einmal Holz? Nee. Na gut, Leute. Oh, ich komme echt nicht mehr hinterher mit dem ganzen Kram hier. So, beim nächsten Mal
werden wir versuchen, noch eine Basis zu finden von den Bugs. Müssen wir eben gucken. Kann man das hier irgendwo sehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Okay, werden wir so. Wir müssen dringend Geld holen. Also uns Geld besorgen. Achso, ich wollte hier nochmal eben gucken. Hast du mir jetzt was besorgt? Ah, ja, hier. Oh, sehr nett. 5-mal Pappe, nehmen wir natürlich gerne. So. Also wir. Achso, die Pflanze. Was hat das jetzt gebracht? Hä? Was ist denn jetzt mit der. Ach, hier. Ah, Tabak. Muss ich das irgendwie. Warte mal. Kann ich jetzt hier Zigaretten machen? Ah, ich brauche. Ach, Papier brauche ich. Ah, um Zigaretten. Ich brauche Papier und Tabak. Alles klar. Ich brauche noch mehr Tabak. Gut. Das alles und noch mehr werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal machen. Die Folge ist schon richtig lang. Die ist schon richtig lang geworden. Gut, Leute. So langsam werden wir hier immer größer. Und nächste Folge werden wir noch größer. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst wie immer den Daumen nicht und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Macht's gut, Leute. Tschüss.